Moin, heute soll es um den Rucksack Taschef Viren 60 Liter gehen. Einen sehr günstigen und guten Tourenrucksack, wie ich finde. Und wenn euch das interessiert, dann bleibt einfach dran. Ja, ganz am Anfang möchte ich mich für die Geräuschkulisse ein bisschen entschuldigen. Ich kann leider nichts dagegen machen, dass es regnet. Ja, hier oben auf den Schirm tropft sie die ganze Zeit raus. Seht mir das bitte nach. Ja, die Rucksackmarke Taschef wird von mir ziemlich oft positiv erwähnt. Das liegt halt daran, dass die Marke meiner Meinung nach genau das richtig macht, was eine Rucksackmarke machen soll. Sie hat ein vernünftiges Preis-Leistungs-Verhältnis und achtet auf gute Nähte und ein vernünftiges Tragegestell. Der Taschef Viren, den ich jetzt neu in meinem Sortiment sozusagen habe, also bei mir zu Hause, ne, Sortiment klingt so, als würde ich irgendwas verkaufen, nein, tue ich nicht, ist dieser 60-Liter-Rucksack. Bei seinen 60 Liter wiegt der Taschef knapp 1,5 Kilo, ist aus Cordura Ripstop-Material hauptsächlich hergestellt, hat ein Tragesystem mit Aluminiumgestell, das innen liegt, und ist ansonsten auch wieder hochwertig mit allen Duraflex-Schnallen etc. versehen, die das Ganze sehr robust machen. Über innen drin brauchen wir gar nicht allzu viel zu reden. Ja, er hat hier oben am Deckel ein einziges Fach. Das ist das hier. Mehr ist hier nicht. Und dann ein einziges großes Hauptfach. Ihr könnt das hier vielleicht ein bisschen sehen. Ja, es ist ein einziges großes Fach. Es ist nicht unterteilt oder sonst irgendwas. Mein Arm ist jetzt da drin verschwunden. Und innen drin haben wir ein Aluminiumgestell. Da sieht man hier die Träger und die gehen dann hier noch weiter runter. Tja, und das ist auch alles, was zu den Fächern zu sagen ist, denn es gibt nicht mehr Fächer. Diese zwei Fächer sind die einzigen Fächer, das heißt, es ist ein sehr, sehr einfach gehaltener Rucksack, was ich ehrlich gesagt mal wieder ein bisschen erfrischend, fast schon angenehm finde, was aber natürlich auch dem geringen Preis von 60 Euro bei der Verarbeitungsqualität geschuldet ist. Das muss man dazu sagen. Gleichzeitig sorgt es aber natürlich dafür, dass auch das Gewicht relativ im Rahmen bleibt. 1,5 Kilo für einen sehr robust verarbeiteten Rucksack bei 60 Liter, das ist schon ordentlich. Vor allen Dingen, wenn man bedenkt, dass auch noch ein Tragegestell dabei ist. Kommen wir zum nächsten sehr wichtigen beim Rucksack, und das ist das Tragegestell außen bzw. die Polsterung. Wir sehen hier relativ große Hüftflossen. Ich sage relativ groß, weil sie für einen 60-Liter Rucksack meiner Meinung nach relativ groß sind. Ja, beim 120-Liter Rucksack Taschef Mount sind die natürlich ein bisschen größer, aber sie sind üblicherweise für Taschef alle aus sehr schönem, weichen, gepolsterten Mesh-Material. Also das ist sehr angenehm. Das finden wir natürlich auch bei den Schulterriemen etc. Wir haben auch wieder Lastenkontrollriemen, Lastenverstellriemen, wie auch immer ihr die nennen wollt. Mit dabei sind natürlich auch Brustgurt, ja, der Hüftgurt. Die Hüftflossen sind ja nicht nur dazu da, einfach nur da zu sein, sondern das Gewicht auf die Hüften zu bringen. Und hier hinten haben wir wieder Polsterung. Ihr seht aber schon, dass wir hier kein verstellbares Tragesystem oder ähnliches haben. Das fängt dann erst normalerweise bei schwereren und größeren Rucksäcken an. Es gibt aber auch schon welche mit einem verstellbaren Tragesystem im 60-Liter-Bereich. Die kosten dann aber auch deutlich mehr. Ich muss sagen, für meinen Rücken passt das. Also das ist sehr angenehm zu tragen, das Ding. Habe ich jetzt knapp 2 Monate in Gebrauch und ich muss sagen, ich würde da vielleicht keine 20 Kilo reintun, aber 12 bis 15 Kilo sind damit durchaus machbar, finde ich. Sehr angenehm. Dann kommen wir zu den ganzen äußeren Merkmalen, die es da so gibt zum Anbringen von Ausrüstung und so weiter und so fort. Wir haben hier zum Beispiel auf den Schulterriemen D-Ringe, Trageschlaufen oder Anbringschlaufen für euer GPS-Gerät, den obligatorischen Brustgurt zum Verhindern von Umherschlackern. An den Seiten, auf beiden Seiten, Einschubtaschen für eine Flasche oder falls man was Längeres hat, was man ein bisschen mehr sichern möchte, kann man das damit reinschieben. Dann Kompressionsriemen, ja, auf 2 Höhen, auf beiden Seiten, sehr praktisch. Klassischer Trageriemen, ja, wer das nicht hat, also welcher Rucksack nicht so einen Trageriemen hat, da... Gut, da reden wir über ein ganz anderes Feld, da weiß ich auch nicht mehr, was man da noch sagen soll. Wir haben unten vorinstalliert zum Anbringen von einer Isomatte außen oder einem Zelt oder ähnliches diese kleinen Trageriemen. Sowas finde ich sehr geil, das macht vieles sehr viel einfacher, was man dann außen dran so schön anbringen kann. Und zwar so, dass das Gewicht nicht nach links und rechts auspendelt. Besonders gerne nutze ich das, wie gesagt, für solche Schaumstoff-Isomatten. Außerdem haben wir hier außen ein Gummiband angebracht, ja. Verstauen von Jacke und ähnlichem. Und hier unten rechts auf der Seite befindet sich noch so ein Pickelhalter oder ähnliches oder Trekkingstöckehalter. Ja, da könnt ihr dann das draufschieben, das ist so eine typische Schlaufe halt. Ansonsten, wie ihr sehen könnt, das ganze Ding hier ist ein Sack. Das heißt, man kann das auch schön verstellen, wenn man nicht so viel drin ist, beziehungsweise noch ein bisschen was oben drauf quetschen, ja, dass man dann mit dem Deckel arbeiten kann, dass man die Ausrüstung gut sichert. Der Deckel wird hier über 2 Riemen eingeklippt nach vorne.
ganz einfach und praktisch, wie ich finde, weil unter die Riemen kann man zur Not noch mal was drunter klemmen, wenn man das möchte. Oben drauf auf dem Rucksack haben wir standardmäßig eigentlich nur die Stoffschlaufen bzw. Cordura-Schlaufen und nicht noch mal dieses Band. Das habe ich selber angebracht, weil ich das extra nutzen möchte, um ein Poncho oder eine Jacke oder eine Plane drauf zu machen. Ja. Kostet, glaube ich, 2 Euro normalerweise, wenn man sowas kauft. Ich glaube, das hier habe ich direkt bei Taschef gekauft, kostet 2,50 Euro. Also nochmal eine extra Möglichkeit, um mit Bändern vielleicht Ausrüstung anzubringen, wenn ihr das denn wollt. Es ist aber halt normalerweise nicht da. Was sind zwei Sachen, die ich mir noch gewünscht hätte an dem Rucksack? Das ist zum einen ein Trinkblasenfach. Das ist so nicht vorhanden. Das kann man natürlich ausgleichen mit ein bisschen richtigen Packen. Aber ich hätte mir gewünscht, dass es von Anfang an da ist. Außerdem, was ich auch ganz praktisch finde, ist, wenn auf den Hüftflossen schon kleine Taschen drauf sind. Also angebrachte Taschen. Das heißt, die zwei Sachen hätte ich mir vielleicht noch gewünscht, ist aber meiner Meinung nach nicht unbedingt notwendig. Kommt allerdings auch ganz darauf an, wie viel Geld man ausgeben muss. Es gibt noch einen, ich glaube, der heißt Taschef Kentaurus oder so ähnlich. Der hat dann zum Beispiel noch eine Regenhülle mit dabei, die ist übrigens auch nicht beim Viren mit dabei, was mich auch nicht stört, weil ich habe genug von den Dingern und auch Ponchos, also brauche ich normalerweise nicht nochmal die X-te nochmal dazu kaufen sozusagen. Und der hat dann auch ein Trinkblasenfach und so weiter und so fort, der wiegt aber auch gleich nochmal 400 Gramm mehr und kostet, glaube ich, das Doppelte fast. Das muss man wissen, ob man das ausgeben möchte. Kann man natürlich machen. Ich wollte bewusst einen günstigen, robusten Rucksack, der so ein Fach ist im Prinzip, ein großes, weil ich das am angenehmsten finde und weil man damit auch ganz gut an Gewicht einfach sparen kann. Den Rucksack gibt es in verschiedenen Designs. Ich habe mich für diesen Grau-Orange-Mix entschieden. Fand ich ganz schön. Ja, gleichzeitig nicht zu auftragend, aber trotzdem mit dem Orange ein bisschen Farbe mit dabei. Fand ich ganz nett, ist natürlich aber absolute Geschmackssache. Tja, und das ist der Taschef Viren 60 Liter in der orange-grauen Ausführung. Wie ihr seht, ein sehr schlicht gehaltener Rucksack, der aber absolut robust ist und meiner Meinung nach ein sehr, sehr gutes Preis-Leistungs-Verhältnis bietet, wie das aber bei Taschef so oft ist. Und auf jeden Fall mein neuer Tourenrucksack wird. Ja, den Heidschluckenweg werde ich damit angehen. Im Moment gehe ich damit fast nur raus, eigentlich nur raus, außer ich habe mal was in der Stadt zu tun. Da nehme ich einen kleineren Rucksack, aber zum Beispiel habe ich mit dem jetzt letztens auch 15 Kilo Hundefutter geholt für den kleinen Sam hier, ja, und so weiter und so fort. Also ein sehr geiler Rucksack im Endeffekt, weil ich mag es wirklich, diesen einen großen Packsack zu haben. Dann ist man nicht so eingeschränkt mit diesen Fächern, weil 60 Liter bei einem anderen, da wäre wieder das Bodenfach getrennt. Und wenn nicht, dann hätte man wieder so eine Zip-Leiste, die man dann raus und rein machen muss, je nachdem, wie man das möchte. Nein, will ich nicht. Ich will einen großen, robusten, schlichten Packsack sozusagen haben, mit dem ich vernünftig wandern gehen kann für einen vernünftigen Preis. Und das kriegt man hier. Dann hoffe ich, dass du deine Meinung zu dem Taschef Viren und zu dem kleinen Review von mir unten reinschreibst. Natürlich wird im Laufe der Zeit immer mal was dazukommen, dass ich über den Rucksack rede im Langzeittest. Wie gesagt, jetzt habe ich ihn nur 2 Monate und glaube ich erst 10 Mal ungefähr mit draußen gehabt. Das heißt, meine Meinung wird sich natürlich noch erweitern, falls da irgendwas dazu kommt, was man jetzt auf die Schnelle nicht gemerkt hat. Wenn dir das Video gefallen hat, dann lass mir doch ein Like da. Hier links und rechts oben findest du weitere Reviews und Ausrüstungsvideos. Einfach mal durchklicken, wenn du darauf Lust hast. Hier rechts unten auf dem kleinen Button kannst du mich abonnieren oder meinen Outdoor-Hauptkanal abonnieren. Gerne mal vorbeischauen. Ansonsten sage ich bis zu den nächsten Videos. Tschüss, tschüss.